alles nach Plan. Bauarbeiten in der Blankenburger Herzogstraße sollen im September beendet sein. Am 2. Juni 2020 begann der grundhafte Ausbau im nördlichen Bereich der Herzogstraße vom Bahnhofskreisel bis zum Bäcker Koch. Übergeben wurde dieser 200 Meter lange asphaltierte Straßenbereich inklusive Gehweganlagen am 27. November. Mit neuen Versorgungsleitungen, einem sanierten Durchlass für den Mühlgraben, 15 Parknischen, 7 Baumpflanzungen sowie 6 neuen Straßenlampen. Nach der Winterpause begannen am 15. März die Arbeiten am 180 Meter langen zweiten Bauabschnitt vom Bäcker Koch bis zur Martin-Luther-Grundschule, wieder unter Vollsperrung. Ich hoffe mal, es ist ja so gegen Jahresende vorgesehen, dass wir vielleicht auch etwas vorfristig fertig werden können, wenn die Arbeiten so verlaufen, wie es im Moment aussieht. Ja, ich sagte, wichtige Verbindungsstraße, das heißt, hier läuft viel Verkehr drüber. Der Verkehr wird im Moment umgeleitet. Die Anwohner können ihre Grundstücke nur zeitweise erreichen. An der Stelle möchte ich erstmal ein großes Dankeschön an die Anwohner hier der Herzogstraße und der Nebenstraßen auch sagen, weil die natürlich im Moment mit den Einschränkungen hier auch leben müssen. Und an alle, die die Umleitungsstrecken nutzen, da möchte ich doch mal den Hinweis geben, dass Sie sich doch bitte möglichst an die Verkehrsregeln halten, insbesondere im Bereich des Tees. Da ist ja der verkehrsberuhigte Bereich auch nicht ohne Grund. Und ich weiß, dass Parkplätze Mangelware sind, gerade jetzt mitten in den Baumaßnahmen. Aber da fordere ich auch gerade alle im Bereich der Lutherschule nochmal auf, wirklich darauf hinzuwirken, dass die Kinder und die Fußgänger nicht durch wildes Parken behindert werden. Das wäre eine große Bitte, auch im Sinne der Anwohner, die hier um die Herzogstraße herum wohnen. Ansonsten freue ich mich, glaube ich, wie alle Blankenburgerinnen und Blankenburger, wenn die Herzogstraße dann in einem Zug fertig ist, wir sie wieder vollständig befahren können und dann auch sehen, wie Fußwege, wie die Parkplätze gestaltet sind und natürlich auch das Grünwasser dann hier wieder in die Straße holen. Im Unterschied zum ersten Bauabschnitt ist der zweite etwas kürzer. Deshalb werden hier auch nur 13 Parknischen angelegt, 5 Straßenlampen installiert und 4 Bäume gepflanzt. Und dadurch ist es auch möglich, dass wir hier den Bauablauf komplexer gestalten können. Wir haben die Medienanordnung nicht so komplex wie im ersten Bauabschnitt. Dort wurde Gas, Trinkwasser und Strom komplex verlegt. Trinkwasser umverlegt. Hier im zweiten Bauabschnitt haben wir nur die Gasleitung und den Strom. Die Trinkwasserleitung muss nicht mehr erneuert werden. Und ansonsten haben wir hier die zwei Einmündungsstraßen, der Kreuzungsbereich. Wir haben im zweiten Bauabschnitt eine Besonderheit und das sind die Bushaltestellen im oberen Bereich der Schule mit dem einen Unterstand. Und wir haben einen Fußgängerüberweg, der aber nicht kompliziert ist. Und wir sind mit dem Bauablaufplan so weit, dass wir Anfang April planmäßig anfangen wollten, bis Ende Oktober Bauzeit haben. Und am 15. März wurde aufgrund der guten Witterung und der Kapazitätslage in der Arge begonnen. Und wir sind guter Dinge, dass wir auch in diesem zweiten Bauabschnitt, so wie im ersten, früher fertig werden. Die Investition für die gesamte Herzogstraße beträgt 1,8 Millionen Euro. 80% davon werden mit Mitteln aus dem städtebaulichen Denkmalschutz gefördert. Der Trink- und Abwasserzweckverband und die Stadtwerke beteiligen sich mit 145.000 Euro am Bau und haben ihre Leitungen in Kooperation mit den Baufirmen bereits problemlos verlegt. Nach der Eröffnung, die voraussichtlich noch im September 2021 erfolgen soll, wird die Straße aufgrund ihrer Breite von 6 bzw. 6,50 Meter dann als 30er-Zone ausgewiesen.